Schlagerstar Mickey Krause kennt man eigentlich fast ausschließlich als Ballermann-Sänger mit Perücke und Sonnenbrille, der witzige und weniger tiefgründige Songs wie Schatzi, schenk mir ein Foto zum Besten gibt. Sein Privatleben hält der 51-Jährige jedoch komplett aus der Öffentlichkeit raus. Nun teilte der diesjährige Let's Dance-Teilnehmer aber ein Bild von seiner Ehefrau. Anlässlich des 20. Jahrestages der Hochzeit postete Michael Engels, wie Mickey Krause bürgerlich heißt, ein Bild seiner schönen Braut und schrieb dazu: Hochzeitstag! Heute vor 20 Jahren wurde mir klar, jetzt ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert. Auf dem Throwback-Pick fällt auch direkt auf, hier sind Mickys echte Haare zu sehen. Die Fans des Sängers waren ganz begeistert von diesem Einblick in sein Privatleben und gratulierten zahlreich. So schrieb einer begeistert: Weltklasse, herzlichen Glückwunsch, für immer und ewig Krause. Der Schlagersänger und seine Ute können nicht nur auf 20 gemeinsame Ehejahre zurückblicken, sie haben auch 4 Kinder. Die Familie lebt fernab der Öffentlichkeit in der kleinen Gemeinde Wettringen im Münsterland. Übrigens, erst vor kurzem gab es im Hause Krause etwas zu feiern. Der Ballermann-Star feierte am 21. Juni Geburtstag und zeigte sich hier mit seinem Markenzeichen, der Perücke.